Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Arina und ich bin heute hier auf der Millionärsmesse 2008 in München. Erstmals in Deutschland wird hier in den nächsten 4 Tagen das Beste vom Besten präsentiert. Luxusgüter der Extraklasse, natürlich nicht nur zum Anschauen, sondern auch zum Anfassen. Und genau das werde ich jetzt mal machen. Brand, dann verraten Sie mir mal, wo sitze ich jetzt gerade drin? Sie sitzen jetzt in einem Boot, an einer wunderschönen Riva. Das ist eine Riva Aqua Riva Super, die hat 2x380 PS, läuft 42 Knoten und kostet 541.000 Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer. Sie rücken gleich mit dem Preis raus, also bei Ihnen ist es kein Geheimnis. Vielleicht verraten Sie mir auch, wer sich so ein Boot leisten kann. Ja, der Kunde, der es gerne hat, ne? Das Bett ist was ganz Besonderes. Warum? Das ist vergoldet in 24 Karat, hat einen ausfahrbaren Plasmabildschirm, der auf 90 Stück weltweit limitiert ist. Okay. Einen ausfahrbaren Weinkühler hier vorne. Dann das große Soundsystem, das aktuellste. Ja. Kann über das Busch- und Jägerpanel bedient werden. Und hat eine Liegefläche von 3x3 Metern. Also wenn man so ein Bett hat, will man gar nicht mehr aufstehen, oder? Also das ist wirklich so, dass man 24 Stunden drin bleibt. Ja. Erzählen Sie mal, die letzten 3 Tage hier auf der Messe, wie ist das Geschäft für Sie gelaufen? Haben Sie viel verkauft? Ich bin zufrieden. Da wird auch noch einiges nachkommen, da bin ich mir ganz sicher. Wir haben relativ gute, hochwertige Kontakte, nicht jetzt unheimliche Mengen, aber sehr hochwertige und gute Kontakte. Dann will ich doch Tipps und Tricks von Ihnen, wie ich ganz schnell zu ganz viel Kohle komme. Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich sehr lange gearbeitet habe, um das zu haben, was ich heute habe. Okay, das war also ganz Sie haben sich hart erarbeitet. Das haben Sie uns Schönes mitgebracht. Wir möchten Ihnen eigentlich das strahlendste Lächeln Deutschlands anbieten. Und Sie haben es schon. Ach, bei mir könnte auch noch ein bisschen korrigiert werden. Auf jeden Fall. Wir arbeiten noch dran. Was würde mich denn so ein strahlendes Lächeln kosten? Wenn bei Ihnen jetzt, wenn Sie die Zähne vielleicht ein bisschen heller haben möchten, das würde ich jetzt schön für Sie finden. Würden Sie noch viel besser rüberkommen. So ein sogenanntes Bleaching, die Zahnaufhellung, kostet 400 Euro. Also, mein kleiner Schokoprinz, du bist mein Highlight auf dieser Messe. Es gibt so viel, aber nichts für den Magen. Deswegen bin ich froh, dass ich dich gefunden habe. Mit diesem Schokobrunnen. Ja, erzähl mal, was ist das für Schokolade? Das ist Edelbitter, Kuvertüre, aufgeschmolzen und mit ca. 5% Kakaobutter. Und damit sie besser fließen kann und auch fließt. Ja. Aber das alles bringt ja gar nichts, wenn man es nicht probiert hat. Darf ich mal probieren?